Herr Zahnarzt! Herzlich willkommen beim Zahnarzt. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Also, meine Zähne sollen heute untersucht werden. Was für ein Zufall. Das ist nämlich eine Zahnarztpraxis. Sie sind ja also genau richtig. Läuft bei mir. Wobei eine Schönheitschirurgie auch gepasst hätte. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu spät. Das liegt daran, dass die Straßenbahn Platten hat. Aber die Straßenbahn hat doch gar keine Reifen. Eben. Wenn sie einen Ersatzreifen dabei gehabt hätte, hätte sie weiterfahren können. Ausreden, optimieren. Ist ja auch nicht so schlimm. Das passiert doch jeden Mal. Gestern zum Beispiel, da bin ich ja auch zu spät zur Arbeit gekommen. So was passiert halt mal. Oh, okay. Und was ist passiert? Nichts. Ich hatte einfach keinen Bock. So, wie ist denn Ihr Name? Sandra. Ohne T und ohne H. Sandra, Sandra, Sandra. Oh, ich sehe gerade, du hattest deinen Termin heute um 9. Jetzt ist es 17 Uhr. Die Straßenbahn. Kleinen Moment mal. Herr Zahnarzt, Chef. Was? Können Sie so spät noch einen Patienten quälen, behandeln? Was? Tut mir leid, er schafft das nicht mehr. Oh, das ist ja wirklich ärgerlich, dass ich nicht zum Zahnarzt kann. Das wird ein bisschen dauern, bis du wiederkommen kannst. Wir sind schon ziemlich belegt die nächsten Wochen. Hättest du am 7.12.2021 Zeit? Was? 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 Du hast Glück, der Zahnarztchef nimmt sich Zeit für dich. Nimm doch noch einen kleinen Moment im Wartezimmerplatz hier. Oh super, voll gerne. Ich kann kotzen. Moin. Hallo. Na? Auch Gammelzähne? Routineuntersuchung. Ja, bei mir soll auch mal nur so geguckt werden, ob noch alle Zähne da sind. So. Man weiß ja nie, nachts, wenn ich die Augen zu habe, weiß man nicht, was die Zähne machen, ne? Mir würde es gar nicht auffallen, wenn ein Zahn fehlt. Also vorne schon in der Fresse. Ja, da sehe ich das ja im Spiegel, dass das scheiße aussieht. So, aber hinten die Backenzähne? Voll unnötig Backenzähne. Backen, ey. Backen tue ich Weihnachten, Junge. Ich würde ganz gerne die Zeitschrift lesen, ja? Also. Letztes Mal hat der Zahnarzt gedacht, ich muss vielleicht eine Spange bekommen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil Spangen sehen eigentlich so scheiße aus, ne? Also von daher, ich gehe ganz locker ran an die Sache. Sag mal, magst du Pferde? Wieso? Ja. Hast dich im Stacheldraht verfangen, oder was? Herr Rübenklotz, bitte. Der Rübenklotz! Der heißt Herr Rübenklotz! Der sieht schon aus wie eine Rübe. Und dann heißt der auch noch Herr Rübenklotz. Der leckt mich doch am Ellenbogen, ey. Der sieht aus wie eine Rübe. Hat so einen Rübenkopf. Herr Rübenklotz! Die heißt Herr Rübenklotz. Sandra, bitte. Oh, Kacke, Mann. Warte, vielleicht hilft dir diese Weisheit. I have found that if you love life, life will love you back. Hm? Sag mir sie mal in Vers 15, Absatz 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Herr Fischbach, Kieferorthopäde hier in Heide, dass wir drehen. Und Sie machen uns auch immer die schöne Clarissa-Zahnschwung und alles an Zahntechnik. Also vielen, vielen Dank. Hier seht ihr die letzten Videos, könnt ihr gerne mal reingucken. Und nächsten Samstag kommt der zweite Teil. Gerne reinschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.